Sicher ist der Range Rover ein Hingucker. Das Cabriolet sowieso. Aber mal ehrlich, hätten wir nicht alle viel mehr von diesem Modell erwartet im Markt? Gut, irgendwann ist der Markt auch gesättigt und der geneigte Autokäufer hat nicht mehr das Gefühl, etwas Besonderes zu besitzen. Das trifft dann wohl auf den Evoque zu. Das Cabriolet ist extrem selten, obwohl es schon seit 2016 verfügbar ist. Damit reiht sich das Evoque Cabriolet in die große Reihe der Marketing-Irrtümer ein. Junge, hippe Marketingleute, frisch von der Uni, beschreiben allzu gern, wie sehr die eingeladenen Kunden das neue, noch geheime Modell oder den Prototypen bewunderten und sofort ordern wollten. Aber mal ehrlich, was soll der Kunde denn sagen, wenn er exklusiv eingeladen wird, sich wichtig fühlt, ein Glas Sekt und Häppchen in den Händen hält? Zu teuer? Oder zu hässlich? Wohl kaum. Und somit werden dann Modelle auf die Räder gesetzt und in den Markt geschickt, die bei weitem nicht die Resonanz finden, wie mit fragwürdigen Methoden zuvor ermittelt. Das Range Rover Evoque Cabriolet ist also kaum zu finden. Aber zu Recht? Wir wollten es einmal genauer wissen und haben ihn einmal unter die Lupe genommen. Das Range Rover Evoque Cabriolet. Viele haben darauf gewartet, lange Zeit. Und nun ist es da, wir haben es im Test. Warum haben wir es im Test? Zuerst einmal die Fakten. Das Fahrzeug gibt es ab ca. 55.000 Euro. Und der hinter mir befindliche Evoque in der Ausstattung, da ist man schon bei 70.000 Euro. Aber da am Preis allein kann es nicht liegen, dass man ihn so selten im Stadtverkehr sieht. Insgesamt ist dieses Fahrzeug natürlich sehr interessant. Er fällt auf im Stadtverkehr. Es ist ein Cabriolet und es ist auch das erste, vielleicht das allererste Cabriolet-SUV. Die Frage ist, warum funktioniert er nicht? Denn die Fachpresse war begeistert, als die ersten Studien aufkamen. Und wie so oft kauft es trotzdem nachher niemand, weil die Begeisterung ist zwar groß, aber der Nutzwert ist relativ schwierig. Wer geht schon mit einem Cabriolet ins Gelände? Allerdings, die meisten Leute wollen ein SUV und auch viele wollen ein Cabriolet, also müsste es doch funktionieren. Eins vorweg, dieses Fahrzeug macht Spaß, aber zwischendurch denkt man, ja, eigentlich könnte man auch das normale Evoque Coupé oder den Viertürer nehmen. Damit wäre der Kunde dann sicher auch zufrieden. Ist das Dach dann aber geöffnet, ist der Showfaktor auf den Boulevards schon sehr groß. Das Design des kleinen Range Rover Evoque war von Anbeginn sehr mutig und stand deutlich gegen der gelernten Biederkeit der klassischen Range Rover. Dem schicken Geländemobil nun auch noch das Dach abzuschneiden, ist zumindest einzigartig. Aber logisch, denn der moderne Kunde fragt vor allem nach SUVs. Aber passt das alles wirklich? Das Cabrio zum Evoque wird von einem vollwertigen, mehrlagigen Dach behütet, das sich elektrisch öffnen und schließen lässt. Außerdem sorgen bei einem Überschlag automatisch hochspringende Bügel für Überlebensraum. Die Schultern, der markante Bug, die große Breite von fast 2 Metern, die Höhe von mehr als 1,61 Meter, das alles schafft eine sympathische Illusion. Das Cabriolet wirkt durch die Höhe dann kleiner, als seine Außenmaße es vermuten lassen. Steht dann eine normale Limousine daneben, kann auch das geschickte Spiel mit den Proportionen die 2 Tonnen Leergewicht nicht mehr verbergen. Das Gelände ist zweifellos sein Metier. Aber warum eigentlich? Die allerwenigsten Modelle werden jemals im Gelände unterwegs sein. Aber sie könnten. Bei der Entwicklung wurde sehr viel Wert auf alle Eigenschaften gelegt, die einen Range Rover ausmachen. So verfügt der Evoque auch über alle modernen Fahrprogramme, von der Berganfahrhilfe bis zum Bergabfahrassistenten. Schlupfregelung für extremes Gelände mit extremer Beweglichkeit der Achsen sind ebenso verfügbar wie eine Wadtiefe von 50 cm. Und dies bei einem Cabriolet. Welch seltenes Bild. Dieser Evoque ist kein Blender. Er kann im Gelände das, was ein Fahrzeug aus dem Hause Land Rover traditionell können muss, aber kaum ein Kunde benötigt. Vielleicht folgt ja tatsächlich noch ein günstigeres Modell ohne diese teuren Fähigkeiten. Das Einsteigen bei geschlossenem Dach wird trotz Easy-Entry-Technik zu einer Herausforderung, dass dieses Cabrio, wie so viele andere angeblich viersitzigen Cabrios, zu einem Zweisitzer mit Notsitzen für Kinder oder Kurzstrecken werden lässt.
Auf der Straße macht das Cabrio wie das Coupé und die Limousine eine gute Figur. Gerade Auslauf und Kurvenwilligkeit überzeugen. Nur die Federung arbeitet ein wenig rustikaler als bei vielen SUV, bei denen man nicht nur den Allradantrieb ans Gelände anpassen, sondern auch zwischen Komfort und Dynamik wählen kann. Bei den Fahrerassistenzsystemen hält der Evoque ebenso mit wie bei Infotainment und der Internetanbindung. Wir fuhren den Range Rover Evoque jetzt in der HSE-Version mit dem 2-Liter Diesel von 180 PS und dem anständig hohen Drehmoment von 450 Newtonmetern. Ein HSE-Cabrio mit diesem Motor, Allradantrieb und sehr hochwertiger Ausstattung kostet schon in der Basis wenigstens 60.700 Euro. Die Preisliste beginnt beim Evoque Cabrio in der SE-Ausstattung mit einem 150 PS Diesel bei 51.400 Euro. Doch das alles wird von der Freude überlagert, dieses Cabrio offen zu fahren. Schnell wird allerdings auch klar, warum so wenige dieser Cabrios auf den Straßen unterwegs sind. Es ist zum einen der doch recht hohe Preis für ein Fahrzeug, das sicher jeden Euro wert ist, aber über Features verfügt, die der typische Cabrio-Kunde niemals benötigt. Zumal ist der offene Evoque auch nicht wirklich praktisch und wenn der Showfaktor im Dorf schon einmal zelebriert wurde, kauft sich kaum noch einer das Cabriolet. Auch der größte Showauftritt verliert mit der Wiederholung.